Unser Planet besitzt zwei Seelen, ein äußeres und ein inneres Antlitz, eine Licht- und eine Schattenseite. Millionen Jahre nach der Geburt des Planeten wurden Wachstum und Verfall zu zwei Seelen. Auf der Lichtseite entstand neues Leben. Die Schattenseite erstarrte im ewigen Eis. Die Lichtseite erschuf neues Leben. Alles entwickelte sich prächtig. Angst und Hass beherrschten die Schattenseite. So entstanden Gut und Böse. Terranigma. Ja, mit diesem fulminanten Intro möchte ich euch hier begrüßen zu meinem nächsten Projekt. Wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich dabei um Terranigma aus dem Jahre 1996 für die Super Nintendo Entertainment System Konsole, wie auch immer. Und wir möchten hier natürlich jetzt ein neues Spiel beginnen, ist ja klar. Und ich möchte nicht Ark heißen. Nein, ich möchte mich Evil nennen. Und ich werde euch dann auch gleich noch ein bisschen was zu dem Spiel erklären, was vorlesen und so weiter und so fort. Ich finde nämlich das ganz passend, das ist wieder ein RPG, aber gleich dazu mehr. Kapitel 1. Versunkene Kontinente. Tolle Musik im Hintergrund gewesen gerade. Okay. Ich habe verstanden, dass Kapitel 1 ist. Mach weg. Du bist nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Ja. Den gleichen Traum wie jede Nacht. Geh ein wenig draußen spazieren. Das wird dir gut tun. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt dich das Wetter deine Träume vergessen. Ja, wir befinden uns hier also in einem Haus. Ich weiß nicht, ob das unser Haus ist. Jedenfalls liegen wir wie bei Zelda hier im Bett umher und kratzen uns oder was auch immer wieder tun. Bevor ich überhaupt Bock habe, aus diesem komischen, hübschen, schönen Bett, was auch immer, da aufzustehen, möchte ich euch erst einmal etwas vorlesen, was in dem Spielberater zu dem Game steht, was so zur Hintergrundgeschichte des Ganzen dazugehört. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil das irgendwo das widerspiegelt, worum es hier wirklich in diesem Spiel geht. Der blaue Planet. Vor Äonen von unbekannten Mächten erschaffen. Lange Zeit herrschte Chaos auf dem kargen Himmelskörper,
bis sich der erste Lebensfunke zwischen den Glutstätten der Oberfläche zeigte. Doch der Funke war nicht rein. Zwei Gesichter prägten sein Wesen. Tief verborgen in der bloßen Existenz schlummerten sie. Gut und Böse. Wahrheit und Lüge. Himmel und Hölle. Ungeachtet des innerlichen Zwiespalts entwickelte sich der Funke zur lodernde Flamme des Lebens. Pflanzen, Tiere, Menschen, aus den primitiven Urformen heraus entwickelte sich im Laufe der Zeit der freie Wille, Intelligenz und das Streben nach Höherem. Das Leben folgte dem Willen der Evolution und der blaue Planet erstrahlte in neuem Glanz. Doch zusammen mit den Variationen des Wachstums vergrößerte sich auch die Macht der unterbewussten Kräfte. Eruptionen der einen oder anderen Seite drohten immer wieder, das Gleichgewicht zwischen Liebe und Hass zu verschieben. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Menschheit weiter. Technologie und Industrie revolutionierten die Evolution. Auch der Kampf der Elemente, Gut und Böse, fand noch immer statt. Diesmal sogar heftiger denn je. Die Auseinandersetzung gipfelte in einer finalen Schlacht am südlichsten Punkt der Erde. Keine der beiden Gewalten ging aus dieser Schlacht als Sieger hervor. Die Kontinente der Oberwelt versanken in den Tiefen der Meere und die Unterwelt wurde im Kristallnebel versiegelt. Aus eigener Kraft konnte keine der Mächte die Welt wiederbeleben. Deshalb war die dunkle Macht auf fremde Hilfe angewiesen, auf einen Menschen, der das Siegel bricht und dadurch die Kreaturen der Nacht aus der Verbannung befreit. Unwissend, welche Folgen sein Tun haben würde, bricht der Held nun auf, um das Böse wieder in seine Schranken zu weisen. Sein erstes Ziel bei diesem Vorhaben sind die 5 Türme des Bösen. Ja, so viel dazu. Als kleine Nebeninfo, wie soll ich sagen. Und nun bemühen wir uns dabei, hier jetzt aus unserem Bett aufzustehen, was irgendwie lustig ist, weil wir brauchen hier nur reingehen. Wir müssen nicht wieder aufsteigen oder so, um Gottes Willen. Und hier sehen wir eine Art, ja, ich sag mal Tagebuch. Das dient dazu, dass wir hier speichern können. Da hören wir immer diesen wundervollen Sound. Und nun werden wir uns hier mal umschauen. Das hier sieht aus wie, wie Goldfische oder so. Wir haben da ein Bild von einem Baum. Sehr interessant. Wir haben hier auch Leute, mit denen wir quatschen können. Das werden wir direkt mal tun mit dem Typen hier, der so ein Klapsband um den Kopf hat. Na, Evil, hab mir Lian dich wach geküsst. Liebe muss so schön sein. Könnet. Einst sprach der Weise, die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was er wohl damit meinte? Tja, wer weiß das schon. Wir können jetzt hier so wie in Zelda die Sachen schmeißen, allerdings kommen dann meistens auch Reaktionen von den Leuten dann, wenn man sie trifft. Und hier haben wir unseren Aerobic-Kurs, wie es scheint, denn das sieht aus wie so eine, ich weiß nicht, wie eine Art Matte in der Mitte, wo die alle drum rumlaufen. Dann wollen wir uns mal die Leute hier angucken. Wie ich heute hast du gestern, wie ich heute bist du gestern wieder ausgerastet? Ich habe so ein paar Wortfindungsstörungen, da passiert das mal. Du hast die Hühner in die Weberei getrieben und das Kürbisfeld verwüstet. Du bist ein echter Abfahrer. Jo, ich weiß, ich bin halt echt cool. Mir ist etwas Merkwürdiges passiert, als ich an der blauen Tür vorbeiging. Hörte ich, wie jemand meinen Namen flüsterte. Unheimlich. Evil, meinst du, ich kann auch mal mit Melina ausgehen? Nein, das ist meine Flamme, Alter. Hast du einen Knall oder so? Sitzt deine Hose ein Stück zu tief? Wow, du bist cool, Evil. Ja, danke schön, das weiß ich. Aber einmal gesagt, reicht auch. Da weiß ich schon, dass es so ist. Was hast du noch zu berichten, mein Freund? Oh, du Glücklicher. Ich hätte auch gerne Freunde wie Melina. Tja, hast du aber nicht. Wir stoßen die Tür mal auf und treten ein in den Raum, in dem dieser weise Mann sitzt, was irgendwie aber eher komisch aussieht. Naja, jedenfalls hat er uns Folgendes zu sagen. Evil, tritt näher.
Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben. Alles wurde verwüstet. Entschuldigung, ja, es tut mir leid, aber es ist einfach über mich gekommen. Ich habe mit den Hühnern Fußball gespielt. Ich meine, das hast du doch früher bestimmt auch gemacht, Weise. Und dabei ist es halt passiert, weißt? Dann geh ich jetzt. Dann geh jetzt und entschuldige dich bei den Webern, klar? Okay. Halt, wart dir erlaubt, die Thron zu berühren? Alter, jetzt sei mal nicht so. Ist ganz schön stinkig, der alte Mann. Naja, wir werden jetzt mal rausgehen. Auch ich möchte den Kristallnebel sehen, doch man sagte mir, dass mich dann der Blitz trifft. Tja, ob das so viel Unterschied bei dir machen würde. Intelligenzsuppe gab es mit Gabeln bei dir wahrscheinlich. Wir essen mal ein bisschen was. Evil, das habe ich gesehen! Ach echt? Hallo Evil, kannst du mir beim Kochen? Du kannst mir beim Kochen helfen, ich frag dich nicht. Gib mir bitte den Krug dort drüben. Er enthält Gewürze. Bitteschön. Was soll das? Soll ich dich wieder in Ketten legen? Ich wusste nicht, dass ich so einen Fetisch habe. Lieber nicht. Aber danke für dieses verlockende Angebot. Okay, kommen wir nur wieder oben raus. Die Steuerung ist noch ein bisschen hakelig für mich gerade. Obwohl es noch nicht mal zum Kämpfen geht gerade. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dieses Spiel bislang nur ein einziges Mal wirklich durchgespielt. Tolle Schilder, auf denen nichts steht. Die sind ja einfach nur rein dekorativ. Er geht auch sehr... Es fetzt sehr, wie er geht. Die gurren mich an, hätte ich fast gesagt. Was bist du hier für einer? Manchmal sehe ich etwas in diesem Teich. Es sieht aus wie Kontinente. Was es wohl zu bedeuten hat? Ja, also ich sehe da einen Teich mit zwei kleinen Hubbeln drin. Eine Insel mit zwei Bergen und so. Diese kleinen Mädels habe ich jetzt keinen Bock mehr zu sprechen. Mach die Tür auf. Weberei. Du schon wieder? Du willst doch nicht wieder Ärger machen, oder? Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es gestern etwas übertrieben. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Weißt du, die Weberei bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, du bist in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Ich darf sonst nicht mal mit dir weggehen. Schade. Aber ich habe mein Bett doch immer vorgeheizt für dich. Gut. Ein schönes Zimmer mit einem Läufer drin. Wundervoll. Wir gehen mal in diesen Raum. Was ich tue? Ich sticke kleine nette Bilder auf Kleidungsstücke. Melinas Webstücke scheinen besondere Fähigkeiten zu besitzen. Ich möchte einmal eine Kunstweberin werden. So wie Melina. Bla, ich rede denselben Scheiß wie die andere. Und ich auch, weil ist halt so. Die interessiert sich, wenn man die bewirft, ist gut zu wissen. Na, hier ist noch eine andere Uschka. Dann wollen wir mal gucken, was bist du denn für eine? Was hast du denn Schickes auf dem Kopf? Hallo, Evil. Melina befindet sich unten. Sie soll etwas für den Weisen weben. Ja, danke. Ich habe sie doch schon gefunden. Yay. Wir machen jetzt mal. Flop. Bin auf den Mädels gelandet, aber hey. Macht nichts. Mama sagt, man sei an ein Versprechen aus einem früheren Leben gebunden. Evil war Melina und du in der Vergangenheit bereits Freunde. Das geht dich einen Scheißdreck an. Wir warten auf Melina. Sie wird später mit uns spielen. Meint ihr nicht, dass sie Besseres zu tun hat? Zum Beispiel mit mir ausgehen? Zum Beispiel so. Ist nur so ein Gedanke. Hallo, ich möchte mit dir reden. Ivi, hast du gesehen, wie hoch ich springen kann? Ich wünschte, ich könnte so springen wie du, Ivi. Ja, ich kann das halt auch viel besser als ihr. Yay, 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 wow. Was bist du hier für einer? Ich hoffe, der Kristallnebel schadet dem Kürbisfeld nicht. Ach Quatsch. Wieso? Hallo, ich bin der sprechende Kürbis. Ist klar. Kürbis spricht mich immer an, also jeden Tag habe ich dieses Problem auch. Mühle. Ich kann durch ihn durchgehen, cool.
Hallo, ich bin Jenzo der Müller. Ich mahle Korn, um Mehl für das Brot zu gewinnen. Da kann ich auch nichts für. Oh, du bist es hier. Boah, ich habe gestern zu viel getrunken. Nun habe ich einen dicken Kopf. Passt eigentlich nicht mehr meine komische Mütze drauf, aber hey, ich trinke nie mehr. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du nicht mal mehr Wasser trinkst. Ich kann noch ein bisschen schneller gehen. Geh mal hier Treppen hoch. Ich glaube, hier kann man das irgendwie anhalten, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Jetzt habe ich das angehalten. Ich bin so ein liebenswürdiges Wesen hier. Die Mühlräder stehen still. Wie konnte das passieren? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin aus Versehen auf diesen Knopf gekommen. Das passiert mir ständig. Also ich meine, mein Fuß ist echt zu dick für die Welt. Da trete ich öfter mal daneben. So, wir haben unseren Auftrag ja ausgefüllt. Wir haben uns hier entschuldigt. In der Weberei. Für unsere Schandtat, die ich gar nicht mal so schlimm fand. Wir können jetzt hier natürlich noch mit anderen Leuten quatschen, so wie mit dir zum Beispiel. Man kann Dinge sehen, die der blaue Kristall widerspiegelt. Ich kann Personen und Orte sehen, die ich nie zuvor sah. Weißt du, wie man sowas nennt? Was nennt man Träumen? Ruhe! Ich angle! Unfreundliches Pack. Ja gut, okay. Ich habe jetzt hier keine Lust weiter zu gucken. Ich möchte... Bin ich hier wieder in unserem Haus, in diesem... Ja. Ich möchte ja einmal speichern wieder. Und mich dann einmal voll fressen, ja. Ja, ist mir doch egal, ob du gesehen hast, weil du auch tierisch die Augen im Hinterkopf hast. Ich möchte einmal speichern, ja. Und dann mal schauen, was der Weise jetzt zu sagen hat, nachdem wir unserer Entschuldigungspflicht nachgekommen sind. 11 Minuten. Ja, kein Ding. Dann besuchen wir jetzt noch fix den Alten, den Weisen. Also, ne? Den alten Weisen. Nicht zu machen, die Tür lässt sich nicht öffnen. Und das, obwohl sie nicht einmal ein Schloss hat. Eve, du kommst gerade recht. Der Weise ist ausgegangen. Wir wollten doch etwas ausprobieren. Diese blaue Tür. Die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Wir wollten sehen, was dahinter ist. Wir haben alles versucht, doch sie lässt sich einfach nicht öffnen. Evil, willst du es probieren? Ja klar, warum nicht? Ich werde es versuchen. Ach so, Evil, vielleicht gelingt es dir ja. Auf geht's. So nicht, aber ich werde mal was gegenwerfen, einfach weil ich so super cool bin und das einfach kann. Lass mich durch. Schaut, da ist ein Riss in der Tür. Das könnte die Lösung sein. Joa, da werfen wir gleich mal hier. Was ist das eigentlich? Ein Korb? Sieht aus wie Mülleimer-Verschnitt. Werfen wir den mal dagegen. Hab gar nicht getroffen, aber hey. Er hat's geschafft! Oh, die Musik ändert sich. Und wir sehen ein Viereck, das rotiert. Hilfe! Zu Hilfe! Helft mir! Schweigen. Habt ihr das auch gehört? Ich muss mal dringend aufs Klo. Ja, ich sehe euch später, ne? Cool. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, meinen Goldfisch zu füttern. Ja, genau, Goldfisch füttern. Was ist schon so spät? Oh, da muss ich los. Wir sehen uns später. Feigling. Feigling. Aber ich bin ja mutig und werde jetzt hier nachschauen, was ich da so hatte. Wir gehen mutig in diesen dunklen Keller und in die nächste Tür. Das ein bisschen aussieht immer wie bei Zelda, wenn er da die Treppen hoch und runter läuft. Helft mir, lasst mich raus. Ja, wir sind natürlich, wow, wieder das rotierende Viereck. Bist du wirklich willens, das Siegel zu brechen? So sei es denn. Tritt näher, konzentriere all deine Kraft und berühre die Truhe. Haben wir gemacht und es wird viel zu hell.
ein fliegendes Bonbon mit Augen. Die Musik ist geil. Endlich nach Jahren, nach all den Jahren, ich bin wieder frei. Du musst mein Befreier sein. Ich habe viele Namen, für dich bin ich Fluffy. Bist du ein Dämon? Hat der Weise dich deshalb unter Verschluss gehalten? Ich bin ein Wesen, das älter ist, als du es dir vorstellen kannst. Der Weise hatte Angst, dass die Truhe in falsche Hände gerät. Deshalb versteckte er die Truhe im Keller und versiegelte sie. Sie ist mein Heim. Sie hat die Macht zu schöpfen und zu vernichten. Was bedeutet diese Truhe? Wer immer das Siegel bricht, ist der neue Besitzer der Truhe. Von nun an kannst du in die Truhe gelangen, wann immer du die Select-Taste drückst. Das ist auch immer das erste Gesprächsthema, das ich mit irgendwem habe, den ich nicht kenne. Ich werde dich nun in das Geheimnis einweihen. Folge mir. Jetzt sind wir in der Truhe. Du kannst immer hin und her wechseln. Okay. Das ist die Zauberschatulle. Hier werden magische Ringe und Medaillen aufbewahrt. Du kannst hineinschauen, um zu sehen, wie viele Kristalle du hast. Um zu zaubern, willst du in der Utensilienkammer die Schatulle an. Das ist das Handbuch des Kriegers. Hier erfährst du alles über deine Attacken. Dies ist der Ego-Spiegel. Hier siehst du Stärke, Abwehr, Glücks- und Erfahrungspunkte. Dies ist das Optionsmenü. Hier kannst du die Tastenbelegung ändern. Habe ich nicht vor, aber danke. Dies ist die magische Karte. Sie erleichtert die Orientierung in Labyrinthen. Dies ist das Buch der Aktionen. Es enthält Hinweise zu all deinen Aktionen. Ha, Aktion, Buch der Aktionen und da kriege ich Hinweise zu meinen Aktionen. Ha, Wahnsinn. Beeindruckend. Auf in den nächsten Raum. Dinge. Dies ist die Utensilienkammer. Deswegen stehen Dinge drüber. Um die hier aufbewahrten Dinge anzuwählen, drücke den A-Knopf. Um jemand einen Gegenstand zu geben, musst du ihn vorher auswählen. Wenn du die L-Taste drückst, wird der Gegenstand beschrieben. Das gilt für Dinge, Zauber, Rüstungen und Waffen. Hinter mir ist das schwarze Loch. Schwarzes Loch. Es verschluckt alles. In jedem der drei Räume gibt es so ein schwarzes Loch. Um etwas loszuwerden, rufe mich, wenn du bei dem Loch bist. Auf in den nächsten Raum. Da ist es auch löchrig. Dies ist die Waffenkammer. Hier sind alle Waffen gelagert. Um im Kampf bestehen zu können, musst du immer eine Waffe auswählen. Auf in den nächsten Raum. Rüstung. Dies ist die Rüstkammer. Hier befinden sich alle Rüstungen. Vergiss nicht, zu deinem Schutz immer eine Rüstung zu tragen. Ich dachte, ich kann einfach in einem Schlüpper durch die Gegend laufen und bin prächtig geschützt. Auf in den nächsten Raum. Zentrum. Jetzt bist du dran. Erkunde die Truhe. Du solltest nochmal in die Waffenkammer gehen. Dort wirst du etwas ganz Besonderes finden. Du wirst es ganz sicher mögen, Evil. Es ist interessant auf jeden Fall. Ist das die Waffenkammer? Ja. Was soll ich hier? Evil, du hast das Siegel gebrochen, hörst du mich? Seit ewigen Zeiten warte ich hier auf jemanden, dem ich dienen kann. Die Menschen werden mich noch richtig kennenlernen. Mit meiner Hilfe wird die Menschheit Kraft gewinnen. Und alles wird wieder so sein, wie es einst war. Wie viele vor dir hast du die Truhe geöffnet und mich entdeckt? Ich hätte es in Fluffy-Stimme reden müssen, richtig egal. Wirst du meine Gaben nutzen, so nimm mich in die Hand, ich werde dir von Nutzen sein. What? Evil hält eine Waffe. Partymusik, jawohl, wir haben was erreicht. Vielen Dank. Sieh an, es scheint, als ob er Gefallen an Evil findet. Du bekommst Gesellschaft, Evil. Geh nach draußen. Okay. Evil, bist du in Ordnung? Ich habe dich überall gesucht. Huch, was ist das für ein Ding? Danke für die nette Begrüßung. Anmutige Sterbliche. Er scheint eine gutmütige Kreatur zu sein. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ich hab Angst.
Ich fühle, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Du hättest das Siegel nicht brechen dürfen, denn jetzt bekomme ich Blähungen. Spürst du auch diese Kälte? Evil, lass mich nicht allein. Melina? Was ist los, Melina? Hey, du siehst so starr aus. Was hast du mit Melina gemacht? Das Unheil nimmt seinen Lauf. Dies ist das Schicksal aller Bewohner des Dorfes. Schau mich nicht so böse an. Nicht ich habe es getan, du hast es getan. Du hast das Siegel gebrochen. Doch für meine Befreiung schulde ich dir etwas. Ich verrate dir, wie du Melina und die anderen Bewohner zurückverwandelst. Verlass das Dorf und erkunde die Außenwelt. Du wirst die Zukunft entdecken, die diese Truhe offenbart. Viel Glück. Hey, Fluffy, was? Wo bist du? Melina, was habe ich getan? Der Weise, er hatte die Truhe versiegelt. Er hat magische Kräfte. Vielleicht konnte er der Eisstarre entgehen. Das heißt für uns, also wir müssen jetzt gucken, ob der Weise noch ansprechbar ist oder ob der auch schon zu einem Klumpen Eis erstarrt ist. Aber vorher möchte ich einmal wieder speichern gehen, sofern es möglich ist. Ja, die sind alle vereist, diese dummen Eisköppe. Ich möchte speichern. Oh, ich bin zu dumm, durch die Tür zu gehen. Es ist unfassbar. Schade, dass es sich die Faust nicht stößt. So, und ich denke mal, das reicht für einen ersten Part. Ich hoffe, ihr werdet mit mir im nächsten Part schauen, wie das hier weitergeht. Ob der Weise auch betroffen ist von der Eisstarre. Ob wir irgendwas dagegen machen können, dass unser ganzes Dorf hier, die ganze Stadt, was auch immer, von diesem Eis befallen wurde. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier also weitergeht, guckt euch auch den nächsten Part an. Und bis dahin sage ich tschö mit Ö und tüdelü.